Hallo ihr Lieben, heute zeichnen wir ein Häschen. Wir beginnen mit dem Kopf, der ist leicht oval. Dann zeichnen wir die langen Ohren. Häschen haben immer lange Ohren. Dann kommt das zweite Ohr dazu. Dann kommen die Äuglein. Den kleinen weißen Punkt hier, wer möchte. Dann kommen die süße Schnauze, die Nase und es lächelt schon. Hier ein bisschen Schnurrbarthaare. Schon haben wir den Kopf vom Häschen. Hier mache ich immer so ein bisschen Härchen. Und dann zeichnen wir schon den runden Rücken, hinten Po und das Beinchen. Der Beginn. Hier vorne Hals und runter zum Bauch. Vorher machen wir aber hier eine Pfote, die vordere, und auch schon die hintere, vordere Pfote. Die wollen wir ein bisschen ausarbeiten. Dann gehen wir gleich hier weiter mit dem Bauch und bleiben ein bisschen stehen, weil hier kommt nämlich das hintere Bein. So. Und Häschen haben lange Füße, sie müssen ja ganz schnell rennen können. Hier die Pfote und hier die hintere Pfote. Und was braucht ein Häschen? Einen richtig schönen Wuschelschwanz. So, viel Spaß beim Ausmalen!